dieser Übung machen wir ein bisschen was zur Ballgewöhnung. Heute dreht sich alles um die 8. Wir stellen uns ein bisschen weiter auseinander. Wir geben uns den Ball wie eine 8 durch die Beine. Wenn das noch nicht so gut klappt, der kann ihn auch erstmal ein bisschen rollen. Dazu könnt ihr auch gerne das Video von Leo, der Ball rollt, gucken. Darauf baut das so ein bisschen auf. Wir geben uns jetzt eine 8 durch die Beine, und zwar 10 Mal. Wenn es nicht so gut klappt, ein bisschen breitbeiniger hinstellen. 9, 10. So, das Ganze müssen wir natürlich noch andersrum machen. Das heißt, breitbeinig hinstellen und dann so rum. Sucht euch immer einen Punkt, bei dem ihr zählt. Bei mir ist das hier. Wenn ich wieder hier zurück bin, dann zähle ich immer. Und jetzt davon auch 10 Stück. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Für die unter euch, die das jetzt schon ein bisschen besser können, haben wir natürlich auch eine schwierige Variante. Da stellt euch ein bisschen breitbeiniger hin und versucht jetzt den Ball zu dribbeln. In einer 8. Ist gar nicht so einfach. Ihr könnt auch erstmal anfangen, euch den Ball durch die Beine zu geben und immer zwischendurch einmal zu dribbeln. Oder ihr macht so wie ich und geht erstmal runter, versucht ganz oft zu dribbeln. Davon könnt ihr so viele machen, wie ihr wollt. Ich mache jetzt noch 2 Durchgänge. Das ist aber ganz schön kompliziert. Viel Spaß dabei, bis zum nächsten Mal.